Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Rich Kids Box von Prince K1. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Rich Kids von Prince K1, mittlerweile ja nur noch K1, aus dem Jahr 2013. So sieht das Ganze aus. Meines Wissens hieß er ja nur vorübergehend Prince K1, da es ja damals diese Copyright- oder Urheberrechtsstreitigkeiten gab mit Bushido, wo K1 dann im langen Endes Recht bekommen hatte und seitdem wieder K1 verwenden darf als Namen und daher das Prince weggefallen ist. Rich Kids lesen wir hier und darunter noch Limited Deluxe Edition. Links haben wir noch einen FSK 12 Aufkleber. Ansonsten, also unten glatt schwarz. Auf der rechten Seite lesen wir Prince K1 mit einer Krone. Oberseite ebenfalls schwarz und hier nochmals Prince K1 mit Krone. Auf der Rückseite haben wir einen Barcode und die Credits zum Album. Ansonsten nichts. Das Ganze ist eine reguläre Clubbox. Das Album im Jahr 2013 erschienen. Und für mich eine Premiere, da ich noch nie zuvor bei einer Box so Füllmaterial gesehen habe. Also wir haben einmal so in diesem Säckchen, in diesem Etui eine Sonnenbrille, dann eben jede Menge Füllmaterial. Das lassen wir jetzt mal hier drinnen. Ein Poster, die Instrumentals zum Album und das Album an sich. Ich werde das einfach mal kurz wegleeren. Sekunde. So. Wir haben hier wieder so einen Einleger, in dem das Album befestigt war. Box machen wir mal zu. Das hier, Gott sei Dank, wirklich nur ein Aufkleber, bedeutet, wir können das dann noch entfernen. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Das Album noch eingeschweißt, werden wir gleich mal öffnen. So. Machen wir das. Und so sieht das dann aus. So, und dann schauen wir mal hinein. Also, so sieht das Ganze aus. Prince K1 Rich Kids Deluxe Edition lesen wir hier. FSK 12 Aufkleber. Auch hier wieder wirklich nur ein Sticker. Sehr gut. Auf der Seite lesen wir Prince K1 Rich Kids. Das Ganze ist ein Digipack. Und auf der Rückseite haben wir dann die einzelnen Tracks aufgelistet, inklusive der Features. Wir haben 17 Tracks regulär, 17 Stück an der Zahl. Dann haben wir noch 4 Bonus-Tracks, macht insgesamt 21 Tracks plus Bonus-DVD. Also 2 Tonträger mit 21 Tracks, die Instrumentals ja hier extra. Wir haben jede Menge Features. Wir haben Features von Emery, Melody, Thornton, Timothy und Emery, Emery, The Product, G&B, Judy, Emery, Emery, Farid Bang, The Product, G&B, Emery, KNS, The Engineer, Emery, Emery, KNS, The Engineer, nochmals Emery und Cindy Johnson. Also, bis auf Farid und KNS natürlich die meisten Features hier, Gesangsfeatures, wie zum Beispiel Emery, der hier sehr oft vertreten ist, oder auch die Damen, die hier vertreten sind, dann eben die Bonus-DVD noch hier angeführt, Barcode und Credits. Gut, wir schauen mal hinein. Wir haben hier auf der linken Seite K1, auf der rechten Seite Emery, der ja meines Wissens bei K1 unter Vertrag ist. Zumindest damals war er es, ob er es heute immer noch ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ist ja doch schon mittlerweile knapp 5 Jahre her. Wir haben hier einmal Prince K1, den Schriftzug, hier so getaggt. Dann einmal das Album, wie es sich für Rich Kids gehört, natürlich in Gold. Rich Kids in Gold auf Schwarz. Auch hier spannenderweise nochmal die ganze Tracklist. Sieht man auch selten. Und die CD, was mir sehr gut gefällt, auch in Gold gehalten. Also nicht in diesem klassischen CD-Silberfarben, sondern wirklich in Gold. Schick. Rückseite blank schwarz. Dann haben wir eine DVD. Diese ebenfalls in Gold und Schwarz. Das ist auch der Film oder die DVD, der haben wir auch diesen FSK 12er zu verdanken.
ebenfalls in Gold gehalten. Sehr schön. Und natürlich, wie man es kennt, ein Booklet. Das Cover, ja, genau wie auf dem Cover, das Foto hier auf dem Booklet, sehr schön. Dann haben wir hier einmal eine Danksagung. Ungewöhnlich, die ist meistens am Ende, aber hier gleich mal am Anfang. Ein großes Foto von Kay. Kay und Emery zur Rechten und links diverse Tracks aufgelistet, inklusive den Infos, wer daran beteiligt war. Das zieht sich jetzt so durch. Das ganze Booklet in schwarz und weiß gehalten. Also Tracks plus Infos und natürlich immer Fotos von Kay bzw. Emery. So sieht das aus. So, was lesen wir hier? Okay, hier stehen noch die Locations der DVD. Insgesamt knapp eine Dreiviertelstunde Laufzeit. Zum Abschluss nochmals beide. Und K1, hier wie so eine Büste in Gold. Die sehen wir auch hier. Hinter dem Booklet kam die noch zum Vorschein. Booklet machen wir wieder rein. Dann kommen wir zu den Instrumentals. Diese in einer Papphülle, Prince K1, hier wieder diese Goldbüste, Instrumentals lesen wir hier, 20 Stück an der Zahl. Und hier ein nachdenklicher K1. Rich Kids Instrumentals, ebenfalls in Gold. Und das Ganze, wie gesagt, eine Papphülle. Dann haben wir, bevor wir zur Sonnenbrille kommen, noch ein Poster. Einseitig bedruckt. So sieht das Ganze aus. Auch hier haben wir wieder diese goldene Büste abgedruckt. Und oben in weiß den Schriftzug Prince K1 Limited Deluxe Edition. Poster in Rot mit dieser goldenen Büste und dann haben wir hier unten noch mit dieser schwarzen Schriftzug, sieht stark aus wie eine Unterschrift, Prince K1 und darunter in Weiß Rich Kids. Das Ganze im Hochformat und wie gesagt einseitig bedruckt. So. Und als letzten Bestandteil haben wir dann noch dieses kleine Säckchen hier. So, also hier lesen wir Prince K1 in goldener Schrift. Und dann haben wir hier so zwei Schnüre, um das Ganze zu verschließen, um das Ganze zuzuziehen. Mit so zwei Plastikpendeln. Und als Inhalt haben wir dann hier eine Sonnenbrille, die so aussieht. Wir haben hier einmal den Vermerk UV400 Protection, ist hier auf dem Aufkleber zu lesen. Und dann haben wir hier so eine klassische Sonnenbrille. Und auf dem Bügel lesen wir dann Prince K1 in weißen Buchstaben. Auf beiden Seiten ident beschriftet. So sieht das aus. Also vom Design her wie so eine klassische Ray-Ban Wayfarer, ja. Also ihr kennt glaube ich diese Brillen. Das sind so diese Standardbrillen vom Design her. Gut, das war's auch schon mit dem Inhalt. Wir fassen noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Wir haben einmal das eben gezeigte Poster, einseitig bedruckt, im Hochformat. Die Instrumentals zum Album in der Papphülle. Die Sonnenbrille inklusive des ja, Säckchens, der Hülle. Und natürlich das Album an sich, Rich Kids, inklusive der Bonus-DVD im Digipack. Das alles in dieser wunderbaren Box Rich Kids von Prince K1. Alle weiteren Informationen. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr K1 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.